Urteilsverkündung im Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Reichsbürger Ingo K. erscheint in Hand- und Fußfesseln. Bei einem Polizeieinsatz hatte der Waffennarr fast 50 Schüsse auf Beamte abgefeuert. Die Strafe über 14 Jahre Gefängnis. Ein Richterspruch, der selbst für seinen Verteidiger in Ordnung ist. Vom Standpunkt des Gerichtshofs ist das Urteil angemessen, sorgfältig erwogen. Und es ist auch für den Angeklagten keine Katastrophe. Der Tatort im baden-württembergischen Boxberg, immer noch eine Trümmerwüste. Ingo K. hatte sich hier eingeigelt, auf einem Selbstversorgerhof umgeben von Maschendraht und Bretterzäunen. Eine Trutzburg gegen den verhassten Staat. 100 Meter die Straße runter lebt Iris Pfister. Am 22. April letzten Jahres wird sie frühmorgens aus dem Schlaf gerissen. Ich bin wach geworden und hab's knallen gehört. Und dann bin ich aufgestanden und habe aus dem Fenster rausgeguckt und habe dann schon überall Polizeiautos gesehen, also die Busle von den Einsatzeinheiten, und habe mir da gedacht, irgendwas stimmt da nicht und passt da nicht. Und dann kamen auch schon die Rufe von der Polizei, Fenster schließen, weg vom Fenster. Ein Sondereinsatzkommando rückt an, um Ingo K. eine Waffe, die er illegal besitzt, abzunehmen. Die Standbilder einer Helmkamera dokumentieren den Einsatz. Mit einem Winkelschleifer verschaffen sich die Beamten Zutritt zu dem Gelände. Ingo K. war den behördlichen Aufforderungen, seine Glock 9 mm abzugeben, nicht nachgekommen. Jetzt verschanzt er sich im Haus. Durch die heruntergelassenen Rollläden seiner Wohnung kann er das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge erkennen und wohl auch, dass sich Polizisten an den Jalousien zu schaffen machen. Der Angeklagte feuerte dann mit einem Kalaschnikow-Nachbau insgesamt 21 Schüsse durch den geschlossenen Rollladen ab, als ein Beamte gerade dabei war, den heruntergelassenen Rollladen aufzuschneiden. Mehrfach drückt der Reichsbürger ab. Das SEK feuert zurück. Offenbar schießt Ingo K. gezielt auf die Polizisten. Das zeigen exklusiv vorliegende Aufnahmen aus der Ermittlungsakte. Ein Beamter wird nahe der Oberschenkelarterie getroffen und dabei lebensbedrohlich verletzt. Hier wurden insgesamt 45 Schüsse auf Beamte in nur wenigen Meter Entfernung abgegeben. Man kann deshalb mit Sicherheit sagen, dass es hier wirklich an ein Wunder grenzt, dass dabei niemand getötet wurde. Damit sich die Polizisten in Sicherheit bringen können, zündet das SEK schließlich Nebelgranaten. Kurz danach fängt das Haus Feuer. Das war dann so ungefähr drei Viertel sieben, wo es dann vorne angefangen hat mit Qualmen. Dann wusste ich, irgendwo ist ein Feuer ausgebrochen. Und kurz nach sieben sind dann wirklich die Flammen hochgelodert. Und da sind die Rauchsäulen ziemlich hoch gestiegen, auch noch Feuerwehr noch gar nicht in Sicht. Aber überall noch Polizei. Doch was trieb Ingo K. an? Warum schoss er in Wildwestmanier auf Einsatzkräfte? Und wann ist aus dem Mann ein erbitterter Staatsfeind geworden, der die Existenz der Bundesrepublik leugnet und Verschwörungstheorien verbreitet? Thomas Seifert ist Ingo K.s Anwalt. Seit 1,5 Jahren versucht er, sich ein Bild von seinem Mandanten zu machen. Wie würden Sie ihn charakterisieren? Also was war so Ihr erster Eindruck? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich kenne jetzt niemanden, der ihn anders schildert als freundlich, entgegenkommend, hilfsbereit, eigentlich ein angenehmes Gegenüber. Rückblick. Ingo K. wächst in der ehemaligen DDR auf. Nach der 10. Klasse verlässt er die Schule, absolviert eine Ausbildung zum Forstfacharbeiter. Kindheit, Jugend, Familienverhältnisse, alles problematisch. Er kennt seinen leiblichen Vater nicht. Er hatte einen Stiefvater, der gewalttätig war. Darunter hat er gelitten. Als er ca. 15 Jahre alt war, ist seine Mutter auf einer Westreise in Westdeutschland verblieben, nicht mehr in die DDR zurückgekehrt, sodass er dann eigentlich sehr auf sich alleine gestellt war. Der zurückgelassene Sohn reist nach der Wende sofort in den Westen, versucht sich als Betreiber einer Kampfsportschule und als Personenschützer.
Doch alle Bemühungen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, scheitern. Er geht in die Insolvenz, hat Zehntausende Euro Schulden. Zuletzt ist er wieder in einer Sicherheitsfirma angestellt. Seiner ehemaligen Arbeitskollegin Sandra T. klagt er regelmäßig sein Leid. Er war des Öfteren wohl selbstständig und immer war der Staat dran schuld, dass er irgendwie seine Selbstständigkeit verloren hat und Haufen Schulden und so und keine Ahnung. Und es war immer der Staat. Es ging immer, egal was es war, es ging immer gegen den Staat. Also nicht, dass er irgendwie mal gesagt hat, ja, okay, ich habe da Mist gebaut oder keine Ahnung, sondern es war immer der Staat, der beutet ihn aus, der hat ihn alles ruiniert, der hat seine Kampfsportschule verloren dadurch und. Auch Verschwörungstheorien macht er sich zu eigen. In seinem Umfeld soll er über eine Weltregierung mit Echsenmenschen fabuliert haben. Und es wird noch abstruser. Das werde ich auch nicht vergessen, als er dann gefragt hatte, ja, gehst du zu McDonald's? Und weil ich halt mit meinen Kindern früher, als sie klein waren, und dann sagt er, was, da gehst du hin? Und dann sage ich, ja, sicher gehe ich mal ab und zu McDonald's oder zum Burger King. Und sagt er, ja, du weißt aber schon, dass die Juden die Kinder entführen und schlachten und das alles Kinderfleisch ist. Was bist du denn drauf? Du bist richtig krank. Die Corona-Pandemie radikalisiert ihn weiter. Sein Verdacht? Das Virus sei von der Regierung entwickelt worden, um die Bevölkerung zu reduzieren. Auch die polizeilichen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sieht er kritisch. Er hat dann Masken verweigert, hat Impfungen verweigert und hat die tollsten Theorien entwickelt, sodass beispielsweise die Teststäbchen irgendwelche Stoffe enthalten, die den Menschen beeinträchtigen. Er wurde immer isolierter. Isoliert ist Ingo K. aber nur in der bürgerlichen Welt. In seiner neuen Querdenkerblase bekommt er dagegen Bestätigung und Applaus. Er hat sich dann im auserwählten Kreis der Erleuchteten gefühlt. Ja, er war wieder wer, auch vor sich selbst. Ja, die Misserfolge waren nebensächlich. Er war jetzt einer der Wissenden, während die anderen, wahrscheinlich wir alle, unwissend und dumm waren, ahnungslos waren. Weil der Erleuchtete nicht mehr zur Arbeit geht, verliert er seinen Job in der Sicherheitsfirma. Ab jetzt ist der Selbstversorgerhof in Boxberg seine neue Heimat. Besitzer Heiko Appel nimmt ihn auf, verlangt noch nicht mal Miete. Auch Appel gehört zur Reichsbürgerszene. Ja, so habe ich Ingo kennengelernt. Also Ingo ist ein sehr hilfsbereiter, liebenswürdiger, freundlicher, höflicher Mensch. Lustig. Es ist ein sehr lustiger Mensch, er ist gesellig. Ja. Er ist auch in seinem Leben oft angeeckt mit dem System. Das System ist der Staat, die Bundesrepublik, die es nach Meinung von Heiko Appel gar nicht gibt. Wenn man ein bisschen recherchiert, kann man das schon herausfinden. Also Sie würden sagen, die BRD ist eine Firma? Ja. Im See- und Handelsrecht. Wer ist Olaf Scholz in dem Konstrukt? Das Geschäftsführer im Bundestag. Von dieser Firma Bundestag. Nicht mehr und nicht weniger. Staatsfeindliche Tendenzen, die offenbar auch ein Sohn des Vermieters teilt. Während des Polizeieinsatzes war er bis zuletzt im Haus. Frühere Aufnahmen zeigen ihn mit der Hakenkreuzfahne der NSDAP. Er soll Mitglied der rechten Gruppe Junge Revolution sein und Ingo K.'s neuer bester Mitbewohner. Der Mandant hat diese Zeit als glücklich empfunden, so sagt er subjektiv, obwohl die Zeit für ihn schädlich war. Er ist dort praktisch in die Fänge eines überzeugten Reichsbürgers geraten und hat sich in der Zeit wohl auch tatsächlich radikalisiert. Der Staat und die Behörden werden von Ingo K. nun kategorisch abgelehnt. Auf ein Schreiben einer Bußgeldstelle antwortet er als Zitat: Ingo K., Mensch, Deutscher durch Geburt und Ahnennachweis. Als Begründung für seine Zahlungsverweigerung schreibt er im Reichsbürger-Kauderwelsch, Zitat: Ihnen ist bekannt, dass die Firma Bundesrepublik Deutschland von den alliierten Siegermächten als Verwaltungskonstrukt für das besetzte Gebiet eingesetzt wurde. Die BRD ist eine Staatssimulation ohne Geltungsbereich. Seit 2016 hatte sich Ingo K., der aus seiner Zeit als Personenschützer einen Waffenschein hatte, im Internet diverse Waffen und Munition besorgt. Er hat dann auch begonnen, seine zahlreichen illegalen Waffen
nicht mehr verschlossen aufzubewahren, sondern die allermeiste Zeit griffbereit und auch geladen. In dieser Zeit war er dann auch wirklich zu einem Schusswaffeneinsatz bereit, sollte ein Repräsentant unseres Staates seine Wohnung betreten. Die Waffen lagerte er teilweise im gemeinschaftlich genutzten Hausflur, geladen und bereit für einen Schlagabtausch mit dem imaginären Feind, dem Staat. Ich habe den Eindruck, das SEK wollte hier ein Blutbad anrichten. Die sind geschickt worden mit dem Auftrag, uns zu töten und den Hof komplett niederzubrennen. Warum sollte das SEK sie töten wollen? Um eben andere Leute einzuschüchtern. So nach dem Motto, einen bestrafen, 100 erziehen. Verschwörungstheorien eines Reichsbürgers. Zurück zum Tattag. Nachdem die Polizei Nebelgranaten gezündet hat, um ihre Beamten vor dem Kugelhagel zu schützen, meldet sich Ingo K. per Telefon. Ja, schönen guten Tag. Können Sie mir einen Verhandler ans Telefon holen? Ich bin derzeit im Haus, klar, das brennt gerade, weil ihr das angezündet habt. Kommt jemand mal dringend her? Der Reichsbürger, der will einen Verhandlungsführer. Der Reichsbürger, haha. Ey, der Reichsbürger, ey. Das ist ja solche Wichser. Und ziehen Sie Ihre Leute bitte zurück. Ich will hier niemanden gefährden, ja? 2 Stunden dauert die Belagerung an, bis sich Ingo K. endlich ergibt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hofs finden die Beamten eine Waffenkammer. Zahlreiche Gewehre, Pistolen und tausende Schuss Munition. Ein Mann im Kriegszustand. Mehr als 14 Jahre muss Ingo K. jetzt in Haft, auch wegen der ungünstigen Sozialprognose. Er zeigt keinerlei Interesse daran, das Reichsbürgermilieu zu verlassen. Er weiß um den Zugang, sich illegale Waffen zu beschaffen, weshalb es letztendlich sein kann, dass er bei erneuter Konfrontation mit Polizeibeamten erneut schwere Straftaten begehen wird. Noch ist das Urteil des Rechtsstaates gegen den Staatsfeind nicht rechtskräftig. Verteidigung und Ankläger haben Revision eingelegt.